ein Haus in Neu-Berlin. Man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs. Von mir, mein Gott, litt ich Not. Hier, fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Bresgowitsch. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Wir bitten dich, sei gnädig, Herr. Denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem. Und schütze uns vor dem Sturm. Und sicheres Geleit inmitten von hungrigen Wölfen. Nehmen Sie meine Hand! Straße! Nicht sicher! Thank you.
versperrt. Der Aufzug hoch damit und dann weiter. Guter Schuss für eine Dame ihres Alters. Ich habe deine Position! Gerade noch!
Hoch mit dem Aufzug. Na los. Regie-Leute, erschießen Sie sie! Come on.
dir eine. Blaskovic, du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee holt. Einfach zurück zum Abteil, Augenkontakt vermeiden. Der Ausgang ist gesperrt. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Er ist harmlos. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja.
vollkommene Züge. Findest du nicht auch, Ruby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Oberstleutnant Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch. Was soll das, mein Herzblatt? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen können. Gut, lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen, was ich meine. Jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstleutnant. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass es ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, in seinem Abteil wartet eine hübsche Dame auf ihn. Ach, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin.
William? Ja. Ist der für mich? Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Ja. Würden Sie es mit mir teilen? Manchmal Weihnachten, manchmal ein Geburtstag, manchmal Zerstörung, Leid und Tod. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel, nah bei der Zentrale der Geheimpolizei. Jeder kennt sie. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie sie zurück nach Eisenwald. Wenn sie noch leben. Irgendwas geht da vor sich. Ein Gefangenentransport. Komm schnell! Sie holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab, damit er dich nicht sieht. Steht fest, diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit.